Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Stumble Guys mit mir wieder Fox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und heute haben wir zu Anfang eine Custom Map für euch. Und ich bin nicht alleine. Mit dabei ist im OF der gute Aki. Von allen geliebt und von allen gefeiert. So, und zwar, ich gebe den Code eben ein. 2059. Ihr könnt den Code natürlich sehen und auch gerne selbst eingeben. Ich denke, der Ersteller hat da nichts gegen. Zu zweit sind wir und Akira wird reingebracht. Let's go! Wir spielen. Wir spielen die All-Titan Camera. Das ist irgendwie eine. Ich sag jetzt nicht, dass das jetzt. Hier Skibbidi Bob. Skibbidi Toilet ist. Ich bin mir noch nicht sicher, was mich erwartet. Okay, warte, wir müssen hier müssen wir drauf, Leute. Ah! Die kommen bestimmt zurück, Aki, ansonsten durch die Mitte. Okay, Leute, okay, okay. Wir springen mal weiter und gucken einfach, was uns erwartet. Okay, das haben wir geschafft. Das ist interessant. Nein! Nein! Okay, das mit dem Schild ist gar nicht so eine doofe Idee, Leute. Das ist gar keine dumme Idee. Aber ich sollte halt irgendwie. Oh Gott. Wollen wir rüber? Nein, wollen wir nicht. Okay. Okay, wir haben es drumherum geschafft. Klar, ich habe jetzt einen Ball verwendet, aber die Mitte wollte ich jetzt nutzen. Okay, du kannst tatsächlich durch den Sprung, den du machst, kannst du die da hinten erreichen. Wo ist ein Aki? Ist der? Da doch, da hinten ist er. Oh. Au, das war knapp. Oh Gott, das hat funktioniert. Nein, ah! Ich war noch drauf. Alter. Nein, daneben. Oh Mann. Oh Gott, ich werde hier nur getasert. Okay, Leute, okay. Ich hab's geschafft, ich bin durch.
Ich hab's geschafft, Leute, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Roboter angekommen, Leute. Okay, ich habe da eine Plattform gefunden, da kann man hoch. Okay, hier kommt man hoch. Das auf jeden Fall. Boah, Leute, ist der anstrengend. Okay. Aber hey, das geht, das ist machbar. Glaube ich. Das hat funktioniert. Das hat... Der Schwachsinn hat tatsächlich funktioniert. Nein! Nein! Okay, Leute, scheiße. Ich hab's nicht bis nach ganz oben geschafft. Wieso hat denn Akira jetzt gewonnen? Hä? Warum? Spiel? Hast du mich heute... Naja, nun denn, wir gehen aber jetzt natürlich ins normale Gaming und wir fangen mit einem Duell an, Leute. Ah. Let's go, Leute. Mit Acid Pool. Keine Emotes natürlich hier. Gegen Kenny verwende ich Emotes, gegen Aki nicht. Werf nicht so viele Würfel weg, du weißt nicht, wie viele du hast. Okay, wo gewaschen haben sie jetzt? Jetzt kommt der... Nein! Nein! Ah! Mensch! Das ist nicht gut gelaufen für mich. Eieiei. Ah Gott. Nun gut, ich möchte noch eine Revanche haben, bitte. Let's go. Und wenn ihr keine weiteren Folgen von StumbleGuys verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke und so bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand. Glaubt mir, lohnt sich. 460. 460 Abonnenten mittlerweile. Vielen Dank dafür. Wir kommen gut voran. Und wir sind im Blockdash drin.
Ja, Leute, das funktioniert doch ganz gut. Easy. So, Leute, das sieht doch gut aus bisher. Nein! Oh mein Gott, heute will auch nicht, heute will nicht. Oh Manometer. Das nächstes machen wir Stumble to Eldorado. Ja, wir gucken mal, ob der Ostekan da mitkommt. Nö. Gut. Momentan läuft nichts hier. Das ist ja ärgerlich. Ärgerlich. Leute, ärgerlich. So, aber hey, das soll uns nicht stören. Wir kriegen das trotzdem hin. So Leute, das da doch. Okay, wir haben uns hier noch schnell rüber gekämpft. Unter die ersten 8 möchte ich auf jeden Fall kommen hier. Also springen wir hier über den Käse. So. Wie man das halt so macht. Leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Aber als erster kommen wir rein. Das kriegen wir trotzdem hin. Das ist nice. Aki ist auch schon drin, das freut uns natürlich. So, als nächstes weiter geht's da. Nein! Oh, leck mich doch. Ey, nein! Alter Verwalter, heute ist ja auch nichts zu holen, Leute. Das ist halt einfach nur schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Heute ist nichts zu holen. Ich denke, wir machen jetzt nochmal eine normale Runde, danach noch ein Duell zum Abschluss. Mein Gott, heute hole ich auch nicht. Es liegt vielleicht an den Teenage Mutant Ninja Turtles, weil die... Ich komme vielleicht einfach mit denen nicht klar. Das ist einfach nur ätzend.
So, gehen wir in nicht in ein benutzerdefiniertes normales Spiel, Gruppe erstellen. Alle einladen, let's go. Okay, Leute. Dann los geht's. Und ja, Mario Kart Tour kommt heute auch noch. Keine Sorge. Mario Kart Tour kommt heute auch noch dran. Da bin ich ziemlich sicher. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch mal das Leben als Rennente schauen. Ich teste Duck Life Adventure. Ist ein nett niedliches kleines Game, auch wenn ich nur die Hälfte gezeigt habe. Die andere Hälfte müsst ihr jetzt selbst erkunden. Ich habe euch nur einen kleinen Einblick gegeben, was alles möglich sein könnte. Wisst ihr? Man erhofft sich eine ganz normale Runde. Ne? Du fängst an, spielst dein normales Ründchen und dann kommt direkt, ne, die Map, die erscheint, da kommt so ein Schwachsinn raus. Ich bin ja froh, dass ich mich da gut durchkämpfen kann. Nein, nein, das gibt's doch nicht. Leck mich doch am Arsch, das darf doch jetzt nicht wahr sein hier. Boah, das war knapp, ey. Das wäre fast ins Auge gegangen. Das wäre fast ins Auge gegangen. Mein Gott. Aber gut. Ja, und ansonsten gucken wir mal, was noch alles so drankommt. Ich habe noch viele Videos vor mir. Ich habe auch noch eine Reaction, die ich heute oder morgen mal drehen muss jetzt. Der Timo Gaming wartet. Das werde ich vielleicht auch noch heute machen. Oh mein Gott, ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Aki aber nicht, glaube ich. Uff, verdammt. Nein, Aki! Aki, nein! Naja, auf jeden Fall kommt noch einiges dran. Wie gesagt, Dumbleguys drehen wir gerade da ein Stück hier. Und Minecraft Bürger läuft auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber hey, komm, ich bin gut dabei. Damit müsste ich gewonnen haben. Jawohl! Na endlich, das war doch jetzt mal... Das habe ich aber geschickt gesehen, dass ich den da abschneiden konnte. Hey, nice. Schön, noch ein Krönchen. Das hebt das Ego, Leute. Hebt das Ego. So, ein Duell machen wir noch. Und dann sind wir auch schon durch für heute. So. Let's go. Ja, Bert, heute, ich versuche auch noch Shorts zu schneiden. Ich muss endlich mal wieder Shorts schneiden. Ich habe momentan irgendwie einfach keinen Bock drauf. Oh, die Queen ist am Tanzen, Leute. Seht ihr, die Queen tanzt.
Okay, Leute, genießt den Beat. Wir tanzen um die Wette. Da oben seht ihr da, das DJ Mr. Beast da oben, Leute, der beste DJ. Ihr dachtet, David Guetta ist gut? Fehlanzeige. Nein! Da habe ich nicht aufgepasst, ey. Heute bin ich unkonzentriert, Leute. Mensch. Sie hält das Paladinsschwert hier, die Königin, mit dem sie die Leute zum Ritter schlägt. So, ich denke, wir werden noch einmal gucken, ob wir jetzt hier schnell ein Ründchen ziehen können. Ansonsten haben wir die Rainbow Cloud. Die werden wir uns holen, wenn wir jetzt hier nichts Rechtes rausbekommen, Leute. Ein selten oder besser Dreh. Mal gucken, vielleicht ist ja was dabei, was wir noch nicht haben. Nee, den Baden haben wir schon die ganze Zeit. Cat Lady. Ich könnte sagen, wir machen nochmal einen selten oder besser Dreh, weil einfach mal um in der Hoffnung irgendwas Geiles zu bekommen. Wir halten einen schwarzen Ritter, das ist natürlich, ne? Okay, Leute, dann nehmen wir die Rainbow Cloud, Leute. Die rüsten wir aus. Und beim nächsten Mal geht's dann als Rainbow Cloud weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Haut rein und tschüss.